Und damit hallo und herzlich willkommen, meine lieben Retro-Freunde, hier bei eurem Retro-Judy. Und willkommen zurück zu Echoes of Wisdom. Ja, ihr seht schon, Zelda schlummert hier ganz friedlich in ihrem Gemach, nachdem wir am letzten Part in einem harten Kampf Ganon bezwingen konnten. Zwar nicht den richtigen Ganon, sondern nur dieser Echo-Ganon, der Schatten-Ganon. Aber immerhin haben wir ihn bezwungen und dadurch unseren Vater befreit. Und Schloss Hyrule komplett wieder vom Bösen befreit. Allerdings wurde Link gefangen genommen von einer Art, wie soll man das nennen, Schattenkugel oder was mit Armen. Wir haben noch keinen Namen dazu. Auf jeden Fall irgendein Gegner, der genauso Echos erschaffen kann, so wie wir das auch können. Aber wir sollen zuallererst mal zu unserem Vater gehen, denn er hat uns zu sich gerufen. Also Zelda, aufstehen jetzt hier. Wir müssen an die Arbeit hier. So, heimfahren. Euch müsste man eigentlich bestrafen, dass ihr gedacht habt, ich bin ja die Böse. Also, das müsst ihr ganz schön wieder gut machen hier. So, was will er denn? Zelda, hast du dich gut erholt? Es sieht so aus, als wären jetzt alle anwesend. Ihr könnt euch denken, warum ich euch zusammengerufen habe. Wir müssen besprechen, was als nächstes zu tun ist. Tri hat uns ja bereits berichtet, was in Hyrule vorgefallen ist. Dank eurer Bemühungen sind jetzt die großen Risse in allen Regionen verschwunden. Aber leider ist damit der Frieden im Reich noch nicht vollständig wiederhergestellt. Ach, wenn ich richtig verstanden habe. Der Ganon, gegen den wir in den Gewölben von Schloss Hyrule gekämpft haben, war ein Echo, erschaffen mit einer Kraft ähnlich der meinen. Die Monster, die meinen Gefährten eingefangen haben, waren vielleicht genau solche Echos. Bis jetzt hatte ich angenommen, dieses Ungeheuer namens Ganon sei der Urheber unserer derzeitigen Notlage gewesen. Ich hielt alles, was nach Links Triumph über ihn geschehen ist, für eine Nachwirkung seines bösen Schaffens. Aber in Wahrheit war es alles Werk eines anderen, uns noch unbekannten Feindes. Und der grüngewandte Schwertkämpfer Link hat Zelda aus den Fängen dieses Feindes gerettet. Doch dabei ist er selbst in Gefangenschaft geraten. Was für ein Unglück. Ich bete, dass es ihm gut geht. Eure Majestät. Schlimme Neuigkeit. In verschiedenen Regionen haben sich neue Risse aufgetan. Diesmal waren es drei auf einmal. Was sagst du? Wo sind die Risse entstanden? Beim Vulkan Eldin, in den Fironensümpfen und auf der heiligen Ranellspitze. Eldin, Firon und Ranell? Gerade an diesen drei Orten? Ist euch etwas bekannt von diesen drei... ist euch etwas bekannt, das diese drei Orte verbindet? Jeder dieser Orte, an denen sich Risse gebildet haben, steht in Verbindung mit der großen Macht. Die große Macht? Was ist das? Höhere Wesen hinterließen uns eine Macht, die irdischen Vorstellungsmögen übersteigt. Diese nennen wir die große Macht. Sind das nicht diese drei Erschafferen da? Von Land her, diese drei Namen? Eldin, da könnt sich wahrscheinlich mehr andere das mehr beantworten als ich. So drin bin ich da im Game jetzt auch nicht, aber ich glaube ja, das sind diese drei großen Feen sozusagen. Das Wissen um diese Macht wird uns von Alther in Königsfamilie weitergegeben. Die drei besagten Orte nun stehen mit jenen in Verbindung, die uns die große Macht hinterließen, den drei Göttinnen, habe ich gesagt. Diese Risse scheinen als gezielt auf die Orte abgesehen zu haben, die mit den drei Göttern in Verbindung stehen. Bedeutet das, die Risse sind nicht etwa ein natürliches Phänomen, sondern werden von irgendjemandem bewusst hervorgerufen? Das wäre ja unerhört. Wenn das zutrifft, dass diese Person schlussendlich auch die große Macht an sich reißt, dann... In den Überlieferungen des Königshauses von Hyrule gibt es folgenden Vers. Oh, siehe... Es wird ein Übel auftreten, begehrend die große Macht ihm wehren werden eine weise Hohepriesterin und ein Held voll Mut. Hohepriesterin und Held werden Hand in Hand streiten und das Übel trachten vereiten. Eine Hohepriesterin und ein Held? Na, Zelda und Link wahrscheinlich, oder? Zelda hat schon einige Risse geschlossen, ist die vielleicht die Hohepriesterin? Das klingt in der Tat schlüssig. Und wer wäre dann der Held? Na, Link. Könnte es nicht der Schwertkämpfer Link sein? Link?
Ja, Prinzessin Zeldas Erläuterung könnte er sich tatsächlich in der Welt des Nichts frei bewegen. Und er hat sich dem Feind in der Tat ganz allein entgegengestellt. Wenn der Link da hätte, dann waren die beiden Protagonisten der Prophezeiung ja schon in Erscheinung getreten. Doch Link ist dem Feind in die Hände gefallen. Zelda, wir müssen die Risse in den Orten, mit denen drei Göttinnen in Zusammenhang stehen, schließen und so die Pläne des Feindes vereiteln. Doch auch wenn wir die Risse schließen, ist damit unser wahrer Feind noch nicht besiegt. Du musst doch den Helden Link aus den Fängen des Feindes retten und an seiner Seite kämpfen. Ach, ich hätte dir so gern ein sorgloses Leben fern aller Gefahr gegönnt. Aber dir scheint ein anderes Schicksal beschieden zu sein. Du bist die Hohepriesterin Hyrules letzte Hoffnung. Wir können dich unterstützen, um dir die Last so leicht wie möglich zu machen, doch tragen musst du sie ganz allein. Ministerin Zinstra, du führst gemeinsam mit Lyberi deine Studien zu den Rissen fort. General Dex, du befehlst die Truppen und bringst möglichst viel über die Monster in Erfahrung. So viel! Ipa, umreiche Zelda die Kluft. Sehr wohl! Oh, krieg ich ein neues Outfit? Kommt eure Heuertieren lang, bitte! Krieg mal ein neues Outfit. Diesmal müssen wir uns ja eigentlich nicht mehr verstecken. Brauchen wir dieses Tarnoutfit ja eigentlich nicht. Das steht euch vorzüglich! Der Haare hat's anders, ne? Guck. Ja, guck mal. Ist doch hier ihr... Das ist eine traditionelle Kluft, die im Königshaus vererbt wird. Die sollte für deine weitere Reise angemessen sein. Der Feind hat es vermutlich auf die große Macht abgesehen. Wir wissen nicht, wer er ist, doch wenn wir ihn gewähren lassen, steht die Zukunft von Hyrule auf dem Spiel. Jeder von uns muss sein Bestes geben, um unser Reich zu bewahren. Oh, kann ich jetzt los? Ja. Infos zu Monstern? Boah. Boah, jetzt nicht unbedingt. Risse in göttliche Gefilden, so heißt das jetzt. Wir. Können uns jetzt mal aussuchen, wo wir hingehen. Weil wir ja drei Orte haben. Lass mal kurz die Karte gucken. Ja, einmal hier. Einmal hier. Und einmal hier. Ja, ich hätte jetzt gesagt, wir gehen von Westen nach Osten rüber. Wir gehen jetzt erst hier links, dann gehen wir hier hoch und dann gehen wir hier hin. Wäre jetzt so meine erste Idee gewesen, aber gucken wir mal. Vielleicht müssen wir ja an einem bestimmten Ort zuerst hin. Kann ich ja nicht sagen, mal gucken. Wir können ja auch mal ein bisschen hier rumgucken. Vielleicht können wir ja jetzt irgendwas holen. Ich meine, ich habe hier noch Cash. Also nicht. War nicht irgendwo ein Laden, wo ich mir noch was kaufen konnte? Mit so einem Gürtel oder was das so war? Ich glaube, ja. Oh ja. Da war das so ein Gürtel, der mich nicht so weit weg diesen Rückstoß verringert. Genau, ja. Steinerner Fußring. Wir müssen es ja sowieso. Früher oder später für Fußring was bei Angriffen weniger weit zurückgeworfen. Das können wir ja immer früher oder später mal brauchen. Mit dem Cash habe ich immer genug. Lohnt sich das durch. So. Jetzt schauen wir mal, wo wir am besten. Oh, was ist denn das? Was will er denn hier? Wie konnte man das am besten herausfinden? Oh, Prinzessin Zelda, habt ihr gehört, was ich vor mich hinhergemurmelt habe? Vielleicht könnte ich euch tatsächlich ins Vertrauen ziehen. Mein Name ist Karabuna und ich habe einen geheimen Auftrag erhalten von direkt von General Dex. Seit der Riss in Schloss Hyrule sich geschlossen hat, gibt es in Hyrule-Stadt einen Soldaten mehr als vorher. General Dex vermutet, dass sich noch eins dieser sogenannten Echos unter uns befindet. Meine Mission ist also, die Augen nach Soldaten offen zu halten, die sie irgendwie verdächtig behalten. Aber ich komme bei der Sache einfach nicht weiter. Mittlerweile vertraue ich niemanden mehr. Ich habe das Gefühl, jeder von uns könnte ein Echo sein. Aber ihr seid in den Prozessen, da steht ihr nicht im Verdacht. Könntet ihr mich nicht vielleicht bei meinen Ermittlungen helfen? Boah. Vielen Dank, ohne Unterstützung wäre ich bald völlig paranoid geworden. Wenn sich tatsächlich ein Soldat zu viel in der Stadt herumtreibt, muss ich den irgendwie aufgefallen sein.
Könntet ihr euch unter den Soldaten umhören, ob ihr irgendeiner ihren Kameraden verdächtig vorkommt? Wie gesagt, ich kann das nicht machen, denn mir kommt inzwischen jeder hier verdächtig vor. Okay, ein Soldat zu viel. Also bis jetzt habe ich jetzt nicht wirklich einen berechnet, der als verdächtig sein könnte. So, ich würde mal sagen, wir gehen ja nach links rüber. Da war doch noch eine Brücke gerade, oder? Oder am Weg hier oben, genau. Da. Oh, was ist denn du für einer? Herzlich willkommen. Hast du Lust auf eine Runde Eichensucherei? Bist du flott, dann sei dabei. Probier die Eichensucherei. Eichen sammelst du in Eile, die ich überall verteile. Wenn du richtig schnell bist, da hättest du sogar einen Preis. Einfach so kostet 10... Okay. Ja. Fein, das macht 10. Was muss ich machen? Alles klar, Zeit für die Eiche. Okay, einfach nur um Wasser jetzt, ja? Scheint mir nur um Wasser zu sein. Insgesamt gibt es 10 Eichen zusammen. Am besten innerhalb von 22 Sekunden. Viel Spaß. Und mal habe ich mein... Das bleibt die Zeit jetzt stehen? Weil ich will gucken, ob ich meine Sora-Flossen... Nee. Schneller schwimmen. Die brauche ich. Fünf, sechs, sieben. Und das ist ja relativ easy. Hä? Habe ich ihn verpasst? Hä? Ach ja, scheiße! Ich hab mich... Ach, kann ich nochmal... Jetzt habe ich 10 Rubine verschwendet, Mann. Ich dachte, ich habe den eingesammelt, der da unterm Wasser war. Ja, komm, ich bist du flott, bin ich dabei, suche ich deine Eiche in allerlei. Ja, komm. Doch, ich dachte, ich habe den halt eingesammelt. Aber da macht jetzt nicht immer anders, ne? Ja, komm. Ja, komm. Das schaffe ich locker. So. Easy. Was kriege ich jetzt von dir? Eindruck, du hast sämtliche Eichen aufgesammelt. Deine Zeit beträgt 10,98 Sekunden. Super, du hast hier einen Preis verdient. Na ja, mein Einsatz wurde bekommen. Sollte ich 10 gewonnen, aber naja. Dein Tempo hat mich schwer beeindruckt. Daher möchte ich dir als einmal in Zusatz noch das hier schenken. Oh, war ich schnell genug war. Drei Kristalle der Stärke? Schau mal wieder vorbei. Oh. Und da ist hier ein... Ich will erstmal warten, bis ich irgendwo einen Wegfreund noch gefunden habe. Dass ich mich wieder herporten kann. Weil dann kann ich nämlich zu Lou Barry, also wenn Lou Barry überhaupt da ist, weil der war ja am Schloss. Wegen was verbessern. Aber hier haben wir erstmal... Was wir runter können. Da guckt man uns natürlich gleich mal um. Ja. Ach, guck. Nicht noch ein Stück. Oh, hier ist... Da kann man runter. Da kann man runtertauchen. Mhm. Tunnel der Könige. Bombenfisch. Ey, warte mal, war ich denn? Warte mal, war ich denn nicht schon? Und wie kommt mir das bekannt vor? Nee, das ist so eine Kiste.
Goldenes Ei, da findet man auch. Goldene Eier findet ja massig, ey. Mit raus kommst du auch durch. Das war jetzt nur wegen der Kiste scheinbar. Das kam mir jetzt so bekannt vor in der Kiste, aber nee, da war ich nicht. Aber mit den Haaren sieht es wirklich schmuck aus, wenn man so sagen. Das hier nämlich. Also alle Kisten sammeln gehört hoffentlich nicht zu 100%, weil da müsste ich, die habe ich mir nur nicht alle gemerkt, wo ich schon welche hatte. Nee, glaube ich. Ich habe ja schon mal nachgeguckt, da stand nichts mit alle Kisten. Aber gibt's denn nicht mal einen Weg von da oben? Weil hier oben könnte natürlich auch noch was drauf sein irgendwo. Na, da ist eine Kiste. Was ist das? Achso, Feldstoffel. Gib mir doch mal einen Wegpunkt, Mann. Wegfreund. Ah, hier ist er ja noch. So. Ach, ich muss da oben lang. Da oben ist so ein Weg. Also den einfach gerade nach oben danach. Aber ich gehe erstmal zu... Also ich hoffe, man kann zu Loopberry. Oh, ich vergesse jedes Mal. Ja. Oder ist... Dann kann ich, glaube ich, mal... Was würde ich verbessern? Meine Energie... Energie, ja, glaube ich. Ja. Ich hoffe, er ist zu Hause. Aber... Ja, genau. Gut. So. Das hat mich mal... Oh, ich kann weiter verbessern. Ah, jetzt kann ich Level 2 machen, lieber. Schwert. Aber ich will ja mehr Energie ja Level 2 machen. Gilas hat Level 3 erreicht. Ja. Als nächstes mache ich dann das Schwert. Level 3. Das dauert aber allerdings noch ein Weilchen jetzt hier. So, jetzt gehen wir wieder hier hin. Und dann gehen wir nach oben. Oh, tut mir. Warte mal, hier ist ein kleines Feld mit. Ist so mit Sicherheit irgendwas, oder? Eine Kiste. Da folgt mich hier, ey! Gib mir gar nicht um den Sack da. So. Nein, da haben wir natürlich eine Höhle. Das lasst mal alles nicht außer Acht hier. So, okay, hier kommen wir erstmal so nicht lang. Oh, die kann ich auch merken. Die kann ich auch merken. Nee, Oh, wie? Warte mal. Wie tue ich denn die merken, Alter? Die muss ich so... Ah! Stachelrolle gemerkt. Die kann ich so nicht besiegen. Wieso?
Mann, wie mache ich das jetzt? So schnell, warte mal. Der macht ja alles kaputt. Mann, nicht. Vielleicht mit einem Trampolin, aber. Wo kann ich da? Warte mal. Halt da oben. Da ist ja ein Herzteil. Wie komme ich denn da hoch? Wie soll ich denn da hochkommen? Mann! Das nervt mich auch nicht. Wie komme ich jetzt... Oh, das heißt gleich zwei. Wie komme ich da hoch? Ich glaube, da bräuchte ich eine Plattform, die ich noch nicht habe. Da komme ich, glaube ich, so noch nicht hoch. Das kann ich doch aufhalten. Da oben ist nichts, wa? Ah, I know. Aber wieder an das Herzteil komme ich nicht, das muss ich mir markieren. In die Höhle? Herzteil, also. So, zumindest die Kiste kriegen wir. Ey, wie viel gibt's denn hier davon mit die goldenen Eier? So, merken, wie gesagt, merken, Herzteil hier. So, jetzt sei er jetzt hier an dem Weg einfach lang. Und dann kommen wir zur nächsten Ebene, wo wir hin müssen. Ah, der ist schon strong, ja. Da sind irgendwelche Windmühlen. Das ist schon der Eiche, Mann, ja. Ja, ja. Aber ich weiß nicht, ob ich das schon schaffe. Ich denke mal, du kriegst später vielleicht noch irgendwas, wo du schneller laufen kannst. Ich kann es zwar immer probieren. Aber ich glaube nicht, dass ich das jetzt schaffe. Vor allem sind da 40 Sekunden. Boah, wenn mich der scheiß Vogel mal nicht auf den Sack gehen würde. Oh, ich hab's geschafft. Hab ich jetzt die Rekordzeit, die... Beeindruckung, du hast nämlich einen. Ja, komm. Na, diesmal habe ich jetzt eine 10 Rubine gewonnen. Gehe ich das andere auch noch?
Ach, gut. Oh, ein Herze, geil. Das ist wahrscheinlich eine bestimmte Zeit, die du schlagen musst. Denk mal, wenn er 40 Sekunden sagt, muss ich es in 30 Sekunden schaffen. Also, denke ich mal. Oh, sehr gut. So, was haben wir denn jetzt hier? Ah, Prinzessin Zelda. Ich bin auf Geist des Königs hier, um bei der Untersuchung der Risse zu helfen. Ach so. Diesen Dorfbewohnern zufolge haben sich am Vulkan Eldin und in Goronia Risse aufgetan. Oh, Goronia. Dadurch wurden wohl auch die Goroner auf Vulkan Eldin in Schwierigkeiten gebracht. Die Goronen sind solch ein nettes Volk. Wir machen uns große Sorgen um sie. Wir haben allerdings keine Ahnung, was für Hilfe sie brauchen. Wir wissen bloß, dass es kürzlich einen Wechsel im Amt des Häuptlings gab. Am liebsten würden wir hingehen und nachsehen, aber unsere Körper sind nicht dazu gemacht, diesen gefährlichen Berg zu besteigen. Wie ihr seht, ist die Informationslage hier unten eher dürftig. Es klingt so, als könnten die Goronen uns mehr über den Riss erzählen. Die Goronen, okay. So, gibt's ja. Was soll denn heute Abend als Nachtisch geben? Ich könnte im Laden Vitaltrauben kaufen und mal ein richtig gehaltvolles Dessert machen. In den Laden können wir mal gucken, was wir da für ein Spezial-Item kaufen könnten. Oh, der Opa will auch noch was. Ach, wo ist denn das nur geblieben? Oh, hallo junge Dame, hast du kurz Zeit, um dir die Sorgen eines alten Mannes anzuhören? Es geht um eine Katze, die ist nirgendwo zu finden. Und zwar sie nie weit von den anderen Katzen weg. Wenn man nur mit denen sprechen könnte, würde man vielleicht was erfahren. Hm. Mit einem Katzenkostüm wäre das tatsächlich möglich. Katzenkostüm? Das ist ein wundersames Kleidungsstück, mit Hilfe dessen man die Sprache von Katzen versteht. Der Laden unser Dorf hatte es im Angebot, aber jemand hat es mir vor der Nase weggeschnappt. Es war die Dame, die vor dem Laden steht, wenn du das genau wissen willst. Ich kann sie ja schlecht bitten, mich mal kurz ihr Kostüm tragen zu lassen. Hm, was mache ich denn jetzt nur? Okay, Katzenkostüm. Dazu muss ich den erstmal im Laden finden. Hier ist ein Friedhof. Die haben ja alle irgendwo hier aufdrehe. Komm in Kakao. Oh, Kakariko. Reisende. Ach ja, vom Schlummerdojo im Westen des Dorfs solltest du dich besser fernhalten. Der Besitzer ist deine zwielichtige Gestalt. Ah ja, mal nochmal einen Wegfreund. Einzuladen. Hm, das Katzenkostüm? Ja, das habe ich gekauft. Als ich gehört habe, dass es einem ermöglicht, mit Katzen zu sprechen, musste ich es einfach spontan zuschlagen. Dabei habe ich etwas Wichtiges verdrängt. Sobald ich in der Nähe von Katzen komme, läuft mir wie verrückt die Nase. Dumm gelaufen. Gerade nur gekauft, dann hat das Ding wohl direkt in die unterste Schublade. Wie? Du möchtest Katzenkostüm haben? Verstehe. Könnten wir uns darauf einigen, dass du mir erst einen Gefallen tust? Dafür schenke ich dir dann das Katzenkostüm. Guck mal, siehst du diese Katze dort? Ja. Genau unter ihr ist etwas vergraben, das mir viel bedeutet. Würdest du es für mich ausgraben? Die Katze macht keinen Anstalten, sich je von dort wegzubewegen, aber sobald ich mich näher, kribbelt es mir direkt in der Nase. Ich bin kurz davor, das Handtuch zu werfen. Vielleicht könnte man irgendwas nehmen, was Katzen mögen, damit sie von dort weglocken. Ah, ich habe eine Idee. Ich habe doch mal vor geraumer Zeit. Ah, das kann ich auch abmachen. Ich habe doch mal vor geraumer Zeit so einen Fisch bekommen. Warte mal, ich hab doch... Wo war denn das? Hat doch mal mich so ein Fisch gemerkt, hier. Miauts, miau. Hat's geklappt? Genau, sehr schön. Wie gesagt, jetzt ist es satt und jetzt kann ich einen Maul aufnehmen und da reingraben. Aha,
Also ein Sparrstrumpf gefunden. Das Gewicht der Rubine darin zieht ihn in die Länge. Mhm. Du hast meinen Sparrstrumpf ausgegraben, oder? Du bist meine Rettung. Ja, damit, dann gebe ich dir sofort das Kostüm. Ich hatte ihn vergraben, um mich davon abzuhalten, mit spontanen Käufen Geld auszugeben. Und dann kam ich nicht mehr dran. Aber jetzt wird der Sparschwein geschlachtet, beziehungsweise der Stumpf geplündert. Danke für die Hilfe. Du hast das Katzenkostüm. Lass dich für die Sprache der Katzen bestehen. Ein Muss für Katzenliebhaber. Das ist ja geil. Kann ich das so behalten? Na ja, ich soll doch den Alten das zurückgeben, oder? Was gibt es? Möchtest du mir jetzt sagen? Wie bitte? Du hast das Katzenkostüm in deinen Besitz gebracht? Oh, aber für meinen Alten doch wäre es etwas viel verlangt, nur durchs ganze Dorf zu wandern und jede einzelne Katze zu befragen. Du bist doch jung und beweglich, wäre es wohl allzu unverschämt, dich zu bitten, mich das zu übernehmen? Ich bin sicher, eins der Felken weiß, wo meine liebe Kleine abgeblieben ist. Also muss ich das anziehen, oder was? Ja, oder eine. Was glaubst du mich so an, wenn du etwas von mir willst, dann spuckst aus. Ich suche eine Katze. Wo die Katze ist? Bei dem alten Knacker wohnt? Keine Ahnung, heute habe ich sie jedenfalls noch nicht gesehen, aber vielleicht weiß eine der anderen Katzen mehr. Alten Knacker. Na, Katze ist wohl auch typisch frech hier. So, hier ist das Dojo, was sie gesagt hat. So, was ist denn noch eine Katze? Ich frage mal die hier noch, was sie will. Hühner einfangen, wetten. Oh, Hühner, warum habt ihr mich verlassen? Hey, du, hör mal, willst du mir nicht helfen? Ja, komm, ich soll Hühner fangen, wa? Ja, genau. 5 Hühner, okay, mach ich. Wenn ich sie nebenbei sehe. So, Nummer 1. Ich hoffe, die sind nicht so weit auseinander hier. Also wenn ich Katzen begegne, muss ich gucken. Wenn ich Hühner begegne, muss ich gucken. Hier ist noch ein Huhn. Da draußen haben wir noch einen Stempel. So. Wir holen jetzt schnell mal den Stempel ab. Da fällt nämlich nur einer, dann haben wir einen voll. So. Brauchen wir noch eine Katze, brauchen wir noch einen Huhn. Ob die eine Katze das auch weiß, die, wo ich war? Da ist noch ein Huhn. So, Huhn Nummer 3. In Coronia soll gerade drunter und drüber gehen, aber wir haben hier kaum eine Möglichkeit, dort nach dem Rechten zu sehen. Hier unten ist es ja noch friedlicher, aber je höher man in den Bergen aufsteigt, desto rauer wird das Land. Von den Monstern ganz zu schweigen. Kann ich irgendeinen Grabstein bewegen? Aber hier fehlt ein Grabstein. Ah, hier ist ein Huhn. So, Huhn Nummer 4. Jetzt brauchen wir noch eine Katze, muss ich auch noch finden. Brust, guck mal, die Windmühle dreht sich nur wegen mir. Da ist eine Katze und drauf. Die wird uns bestimmt. Oder ist das die? Das könnte doch tatsächlich die sein, oder? Dazu müsste ich erst auf diesen. Klopft du, dazu müsste ich erst auf diesen Berg, oder? Ich glaube fast, dazu müsste ich. Aber wie komme ich denn da hoch? Da komme ich doch niemals hoch. Oh, da ist so ein komischer Wurm. Muss ich jetzt nicht. Warte mal, wenn ich jetzt aus dem Dorf hier. Ach nee, ich dachte schon. Warte mal, erstmal, ich versuch's mal. Irgendwie da hochzukommen. Erstmal auf die Bäume hier, so. Doch, das müsste klappen. Wenn das Bett hier drauf passt. Ja.
Ach komm. Ach komm, warte mal, warte mal. So. Brauchst du was? Ich suche eine Katze. Ach, die vom alten Mann, die war vorhin noch bei mir. Dann hat sie das Dorf verlassen, die Straße nach Osten entlang, hat sich einen schönen Baum für ein Schlöffchen gesucht. Siehst du, faule Socke, alle wird sie wahrscheinlich immer noch da pennen. Die haben mal ein paar Sprüche drauf. Okay, nach Osten, wo ein Baum ist. Aber mir fehlt noch ein Huhn. Na, das wird sie ja wohl nicht sind. Das Essen, was du mir gegeben hast, war lecker. Die Katze, die bei einem Mann wohnt, willst du wissen? Keine Ahnung, da musst du jemand anders fragen. Okay, ich habe auch keine gesehen. Oh, hier war ja keiner. Ne. Und den weiter in diesen nebligen Weiter möchte ich jetzt ungern hin. Warte mal, da oben ist doch mit Sicherheit irgendwas. Alter! Du Scheißvogel, geh mir nicht im Sack, verpiss dich. So, hier haben wir doch wieder was zum Graben hier. Ach, da komme ich zum Ärzteil. Ja, sag ich doch. Dann kann ich das nämlich... So. Sie ist den ganzen Weg wieder raus. Oh. Mach schnell ein Bett, mach schnell ein Bett. Oh. Ah. Katze am Baum, wie weit sollen die wichsen? Ach, da oben pennst du doch! Da oben pennst du doch! Ich hab grad so schön geschlafen, warum störst du mich? Opi sucht mich! Ah, sieht so aus, hätte ich tatsächlich etwas verschlafen. So langsam kriege ich auch Hunger. Ich sollte nach Hause gehen und von ihm ein Essen geben lassen. Er hätte mich ruhig mal gleich mitnehmen können. So. Jetzt gehen wir hin zum Opa. Wir holen unsere Belohnung ab. Und dann möchte ich eigentlich noch das letzte Huhn finden. Ah, du bist es und meine Katze ist wieder da. Das habe ich dir zu verdanken, oder? Hier hast du deine Belohnung dafür. Ein paar Vitaltrauben, naja. Ja, ja, Katzen sind ein wenig launische Kreaturen, aber genau das macht sie so liebenswert. Fällt mir denn jetzt noch ein Huhn? Ei, du bist auch noch da? Wir kommen ins Smoothie-Shop. Ah, goldene Eier. Ah, das kann man für alles verwenden, goldene Eier scheint. Das letzte Huhn kann noch nicht so weit weg sein. Da kann es hier wohl nicht sein, sonst wärst du schon verreckt. Das kann eigentlich nur... Es muss hier am Dorf sein. Kann natürlich auch sein, dass es unten in den Brunnen gefallen ist. Aber der war ja zu. Kann ja eigentlich auch nicht sein. Warte auf den Jungen mit dem Schwert, was?
ist nicht da. Na egal, ich werde gleich erstmal ein Part beenden. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch offscreen das eine Huhn da suchen. Falls ich es gefunden habe, dann sehen wir uns jetzt im nächsten Part. Jetzt kann ich auch nicht wegschieben. Wieder, das könnte höchstens hier noch irgendwo sein. Nee. Okay, wie gesagt, ich werde es nochmal suchen. Wenn ich es gefunden habe, sage ich euch im nächsten Part, was ich dafür... Oder was, dann stellen wir beide ein und gucken uns die Belohnung an. Schaltet gerne das nächste Mal wieder ein. Lasst gerne ein Like da. Dann bis zum nächsten Mal bei Echoes of Wisdom.